Hi folks, I want to bring you up to speed with something that's happening today, which is that I've developed mild symptoms of the coronavirus. Großbritanniens Premier Boris Johnson ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte er auf Twitter mit. Er habe milde Symptome und arbeite jetzt von zu Hause. Noch am Donnerstagabend hatte er sich gemeinsam mit Finanzminister Rishi Sunak vor Downing Street Nummer 10 an dem landesweiten Aufruf beteiligt, dem medizinischen Personal des staatlichen Gesundheitssystems klatschend Anerkennung zu zollen. Wie auch in anderen Ländern soll so die Arbeit von Ärzten, Krankenpflegern und allen anderen gewürdigt werden, die an vorderster Front gegen das Coronavirus kämpfen. Auch Mitglieder des britischen Königshauses beteiligten sich an der Aktion, wie etwa Prinz Charles, der ebenfalls positiv getestet wurde. Der britische National Health Service ist staatlich finanziert. Kritiker warnen seit längerem vor Personalmangel und Unterfinanzierung. Derzeit sind in Großbritannien mehr als 11.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. 578 sind daran gestorben. Experten warnen jedoch davor, dass das Schlimmste noch bevorsteht.